Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr auf dem Raspberry Pi ein Betriebssystem installieren könnt. Und zwar ist hier der Slot für die Festplatte und in diesen Slot kommt quasi hier eine MicroSD-Karte und darauf ist das Betriebssystem. Damit ihr das Betriebssystem auf diese Karte bekommt, braucht ihr quasi einen Adapter für die Karte auf USB. Und wie die Installation funktioniert, zeige ich euch jetzt. Dann geht ihr auf raspberrypi.org. Klickt auf Downloads, seht hier Noobs, die schwarz-weiße Beere und klickt dann auf Download Zip. Der Download beginnt, dies kann eine Weile dauern. Ihr braucht dann noch ein Programm und zwar SD Card Formatter für Mac oder für Windows. Die Adresse seht ihr hier und auch unten in der Beschreibung. Wählt also eure Version für Windows oder Mac aus, scrollt nach unten, klickt auf Accept und der Download beginnt. Wenn die SD Formatter App runtergeladen ist, könnt ihr sie kurz installieren. Hier zeige ich kurz die Installationsroutine auf Mac. Es wird das Benutzerpasswort abgefragt. Und wenn die Installation erfolgreich ist, wird die App gestartet. Das Passwort wird nochmal abgefragt. Und wenn das Passwort korrekt ist, kommt ihr ins Programm. Nun stecke ich die USB-Karte ein, wähle das korrekte Laufwerk aus. Als Formatoption wird hier Override-Format, also Überschreiben, ausgewählt. Und hier könnt ihr der SD-Karte für euren Raspberry Pi einen Namen geben. Klickt dann auf Formatieren. Dies kann eine Weile dauern. Wenn die Formatierung vorbei ist, dann öffnet den Noobs-Ordner, geht in den Noobs-Ordner, markiert dort alle Dateien und kopiert die alle Dateien auf das USB-Laufwerk, das gerade eben formatiert wurde. Bis die Daten auf der Karte sind, kann es eine Weile dauern. Dann könnt ihr das Laufwerk einfach entfernen, abziehen und die Karte in den Raspberry Pi einstecken. Dann schließt ihr hier das HDMI-Kabel, Monitor und Sound und hier Tastatur und Maus an. Dann die Stromversorgung. Und wenn alles geklappt hat, dann bootet der Pi und ihr kommt ins Installationsmenü. Wählt nun Raspbian aus, Full Desktop Version und folgt den weiteren Installationshinweisen des Setups. Die Installation wird eine Weile dauern. Wenn die Installation beendet ist, wird der Raspberry Pi neu starten und das Betriebssystem booten. Noobs müsste nun bei euch auch funktionieren und im nächsten Video seht ihr, wie die Nano Wallet installiert wird. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, gebt einen Daumen hoch, bis zum nächsten Mal.